Das erste Programm, welches ich Ihnen genauer vorstellen möchte, ist Zotero, kurz zu den technischen Details. Zotero liegt als lokale App für die Betriebssysteme Windows, Mac und Linux vor. Es gehört auch ein Browser-Plugin dazu, um Sie bei der Übernahme von Rechercheergebnissen aus Datenbanken, Katalogen und Webseiten zu unterstützen. Das Plugin gibt es für Firefox, für Google Chrome und für Opera. Außerdem bekommen Sie eine Schreibunterstützung für Microsoft Word und den LibreOffice Writer. Alle drei Komponenten werden auf Ihrem PC installiert. Ergänzend steht es Ihnen frei, sich einen Webaccount auf den Zotero-Seiten zu erstellen. Der ist dann empfehlenswert, wenn Sie Ihre Informationen auch ortsunabhängig nutzen können, sprich über die Webseite von Zotero oder auch für Ihre eigene Datensicherung. Und es gibt zahlreiche Plugins von Drittanbietern, die die Volltextorganisation optimieren oder auch das Schreiben mit LaTeX gestatten. Zotero ist eine kostenfreie Software, zudem ist sie Open Source. Deswegen gibt es auch diese Plugins von den Drittanbietern. Und Sie sehen auch den Link, wo Sie sich sämtliche Programmkomponenten downloaden können. Das ist die Ansicht von Zotero, wenn Sie schon verschiedene Referenzen gesammelt haben. Lesen Sie das Ganze bitte von links nach rechts. Ganz links sehen Sie die einzelnen Ordner und Unterordner, die Sie zu großen Teilen selber erstellen können und wo dann einzelne Referenzen enthalten sind. Hier im unteren Bereich sehen Sie die Schlagwörter. In Zotero werden sie Tags genannt, die die einzelne Referenz inhaltlich etwas konkreter beschreiben. Der mittlere Bereich ist der Übersicht aller Referenzen eines Ordners vorbehalten. Sie können hier schon mal sehen, dass Zotero unterschiedliche Dokumenttypen kennt. Überall dort, wo so ein kleines Häkchen ist, bedeutet es, da ist noch irgendwas angehangen. Das kann ein Volltext sein, das können aber auch diverse Notizen sein. Wie diese Informationen geordnet sind, ob nach dem Ersteller, also dem Autoren, oder nach dem Datum, an dem Sie das in Ihre Sammlung hinzugefügt haben, das obliegt ganz Ihnen. Und in der rechten Spalte, da sehen Sie dann die einzelnen Informationen, die sogenannten Metadaten, die den Treffer ausmachen. Wir haben hier gerade über den Tellerrand geschaut, von Frau Garbe markiert. Dazu finden Sie hier die einzelnen Informationen wieder. Die sollten nach Möglichkeit vollständig sein, weil diese Informationen diese sind, die dann auch später in Ihrem Literaturverzeichnis wieder auftauchen. Ergänzt wird das Ganze um dieses Notizfeld. Das kann Ihre eigene Auswertung des Artikels beinhalten und Sie sehen auch hier die jeweils hinter. Jedes Literaturverwaltungsprogramm hat seine Stärken und Schwächen. Hier sehen Sie jetzt die von Zotero. Hervorzuheben ist die Betriebssystemunabhängigkeit dieses Programms und auch die einfache Datenübernahme aus Webseiten, aus Katalogen und aus Datenbanken. Zotero ist kostenfrei. Es stehen Ihnen Add-ins für Word, für LibreOffice zur Verfügung. Sie haben die Wahl aus über 9000 Zitierstilen und Sie können synchron arbeiten zwischen dem eigenen Rechner und der Zotero Webcloud. Wenn Sie die Webcloud in Anspruch nehmen, beachten Sie bitte, dass Ihnen seitens Zotero 300 Megabyte freier Speicherplatz geschenkt werden. Wenn Sie mehr Speicherplatz benötigen, dann können durchaus Kosten für Sie anfallen. Und es sei anzumerken, dass trotz der großen Anzahl an Zitierstilen es immer mal wieder vorkommen kann, dass genau der, den Sie brauchen, dort im Detail nicht enthalten ist. Wenn Sie einen dieser Stile anpassen wollen, wird das eine Weile dauern, ehe Sie das umgesetzt haben, weil die Anpassung relativ kompliziert und komplex ist.